Größe und Maßstab haben wir gegeben, haben wir gesucht, haben wir gefunden. Ansonsten muss man sich approximativ was überlegen, wie groß ist das Objekt tatsächlich. Größe und Maßstab helfen uns bei der Modellierung. Schlicht und ergreifend deswegen, weil halt Größe und Maßstab uns das Modellieren erleichtert, weil wir haben einfach Vorgaben, an denen wir uns einfach orientieren. Wir müssen uns also nichts aus den Fingern saugen und haben am Ende Probleme, dass es nicht passt. Objekte nicht zusammenpassen. Wenn ich Objekte immer maßstabsgetreu baue, passen sie auch immer zueinander. Positionierung der Vorlage, Skalierung, Rotation, Fixierung der Bildlage, Apply Transformation, das sind jetzt die nächsten Schritte, die wir gehen müssen, also die nächsten Funktionen. Die Funktionen beruhen halt darauf, auf den Arbeitsschritten, die ich machen muss. Das heißt, als erstes habe ich mein Bild, das schiebe ich mir jetzt mal ein bisschen aus dem Weg, weil es gerade hier stört. Immer entlang der Achsen bitte bewegen, damit sie sich nicht im Raum verlieren. Diese Box soll jetzt die Größe von dem Auto haben. Das ist der erste Schritt. Das heißt, mein Auto hat eine Länge von 5,30 Meter. Ich orientiere meine Autos immer so oder meine Fahrzeuge, Vehikel immer so, dass vorwärts die positive X-Achse ist. Das heißt, hier unten rechts, das ist die positive X-Achse. Und das ist also jetzt rechts, ist jetzt vorne. Das heißt, meine Achse X ist dann die 5300 mm, die das Auto lang ist. Das kann ich auch so eintippen. Die Y ist die Breite in diesem Fall. Die Breite ist 1829 mm. Wenn man die Einheit dabei gibt, dann wird automatisch immer in die Default-Einheit Meter umgerechnet. Die Höhe ist 1580. Wobei man halt darüber nachdenken muss, was ist die Höhe in diesem Fall? Ist das die Höhe der Karosserie oder die Höhe mit den Reifen? Und im Allgemeinen ist die Karosseriehöhe mit den Reifen gemeint. Manchmal ist diese Information auch noch angegeben. Dazu muss man den Wert dann allerdings interpretieren. Die Wheelbase ist hier mit 3449 angegeben. Und da wäre jetzt für mich die Frage, was ist die Wheelbase genau? Da gibt es bestimmt irgendwo dann gegebenenfalls Informationen in einem Datenblatt oder so. Für uns reichen diese Informationen jetzt aber völlig. Also wir können damit jetzt schon mal arbeiten. Wir haben jetzt also eine grobe Größe für unser Objekt. Jetzt kommt halt das Maßstäbliche. Wir orientieren uns erst einmal. Wir haben unter der Taste 3 die Front, unter der Taste 1 die Seitenansicht und unter der Taste 7 die Draufsicht. Wir können halt sehen, dass wir im perspektivischen Modus sind und wir bewegen uns eigentlich ab sofort fast ausschließlich im orthogonalen Modus. Dann funktioniert das auch mit der entsprechenden Skalierung und der Positionierung. Mein erster Schritt ist an dieser Stelle, dass ich mein Auto auf die Nullebene hochziehe, und zwar so, dass der Kasten erstmal auf der Nullebene ganz grob positioniert ist. Das werde ich gleich wahrscheinlich noch anpassen müssen. Das ist immer noch die Frage, ist das die Chassishöhe oder die Karosseriehöhe? Das kann ich später nicht mehr ändern, weil wenn ich diese Höhe von den Reifen bis zum Dach nehme als die Bounding Box oder ob ich das ohne die Reifenhöhe nehme. Das ist ein Problem, weil ich kann das dann nicht einfach wegskalieren. Das heißt, jetzt ist die Entscheidung, wo man das treffen muss. Und wenn man die Entscheidung falsch trifft, dann hat man leider ein Objekt, das nicht passt zu allen anderen Objekten. Also werde ich das erst einmal in Erfahrung bringen. Und das ist, ich google das gerade, ich habe jetzt hier meine Daten, die Wheelbase, sagt er, das ist aber nicht die Wheelbase, die Front Rack,
1085. Vielleicht haben wir da einen. Nein, haben wir nicht. Was wir halt brauchen, ist eine Seitenansicht von dem Objekt, wo die Maße angegeben sind. Und da wäre das natürlich hilfreich, angegeben. Nicht bei jedem Auto finden wir das. Von daher hier ist es jetzt tatsächlich problematisch. Die Information hier jetzt nirgendwo grafisch dargestellt wird. Also beiße ich in den sauren Apfel und sage, das ist die Höhe von dem Boden aus. Das passt für mich eigentlich auch ganz gut. Das will ich später dann noch sehen. Nächster Schritt ist also jetzt Anpassen meiner Vorlage an die Größe des Objektes. Dazu verschiebe ich jetzt mein Bild. Erst einmal ganz grob. Ich schiebe den so, dass die Reifen auf der Y-Achse liegen. Und was ich jetzt machen kann, ist halt, ich nehme den und schalte den erstmal aus. Das heißt, ich heile den. Schiebe ich das Auto so, dass es möglichst im Zentrum ist. Grab. Und kann ich mit den Pfeiltasten, wenn er den Grab hat. So, jetzt kann ich mit den Pfeiltasten sehr präzise das Objekt positionieren und ich versuche die Zeichnung irgendwie so gut wie möglich zentrisch zu kriegen und die Reifen auf den Boden dazu kriegen. So. Das muss jetzt reichen. Das heißt, jetzt ist das Objekt relativ gut positioniert, mittig. Alt-H für das Zurückholen des, ich glaube, das mit dem Schatten ist eine blöde Idee. Alt-H für das Zurückholen von unsichtbaren Objekten. So, der Kasten ist also jetzt positioniert. Nächster Schritt, Seitenansicht. Wir haben jetzt ja erstmal nur die Front. Wir müssen jetzt auch noch die Seitenansicht finden. Das heißt, dieses Bild hier, das ist fertig. Das dürfen wir nicht mehr verschieben. Wir duplizieren dieses Bild jetzt erst einmal. Shift-D, rechte Maustaste. Das Objekt ist auf dem gleichen Objekt. Nochmal, das kann ich jetzt verschieben. Positioniere ich erstmal hier. Jetzt gehe ich hier gleich in dieses Objekt hin und tue hier alle Schlüssel zumachen und damit ist das Objekt geblockt. Das kann ich also nicht mehr verschieben aus Versehen. Was man auch noch zusätzlich machen kann, ist die Selection zu deaktivieren. Das geht unter Visibility, habe ich hier unten Selectable und jetzt kann ich das Objekt auch nicht mehr selektieren. Also Auswahl ist nicht mehr möglich. Seitenansicht, Rotate Z 90 Grad. Ich will ja das Auto nach rechts, nach vorne fahren, also ist das schon mal richtig. Positionieren. Von dem Bild. Die Entfernung ist prinzipiell egal, weil wir ja in der Orthographie sind, haben wir keine perspektivische Verkürzung und damit haben wir das Objekt natürlich definiert. So, die Größe von dem Objekt darf ich nicht verändern. Das kann natürlich zu dem Problem führen, das sehe ich jetzt auch, dass die Größe. Achso, die hatte ich noch gar nicht angepasst. Genau. Das war jetzt schon ein Fehler. Da müssen wir wieder zurückgehen. Wir müssen auf das erste Objekt gehen. Das müssen wir wieder selectable machen. Und skalieren muss ich es, weil ich muss es an die Box anpassen. Das Problem ist, ich sehe das Ding nicht richtig. Ich kann die Box sehen, das Objekt dahinter aber nicht. Es wird immer verdeckt, also muss ich mich erstmal um die Box kümmern. Geht leider nicht anders. Und zwar muss ich das so machen, dass ich durch die Box durchgucken kann. Dazu setze ich das Material mit einem Alpha-Wert und einem Blendfaktor.
Und jetzt sollte ich irgendwann durch mein Objekt durchgucken können und kann dann die Zeichnung an die Box skalieren. Zeichnung skalieren. Und ich sehe, ich muss sie auch wieder neu positionieren. Freigeben. Die Box hat eine ganz unangenehme Farbe. Am besten ist immer was Dunkles zu nehmen, auch wenn mir persönlich Orange oder so Lehmfarben am besten gefällt. Das ist aber tatsächlich am schlechtesten zu sehen. So, Grab. Positionieren, das geht noch ein bisschen größer. Ob man jetzt mit der Seitenansicht oder der Frontansicht anfängt, ist eigentlich egal. Das hängt davon ab, was einem wichtiger ist. Ups. Theoretisch sollte das auf jeden Fall passen. So, die Höhe von dem Auto passt ganz gut. Wenn ich jetzt mal überlege, ich würde die Bodenplatte statt der Reifen nehmen für die Höhe, dann kann ich sehen, dass hier oben das Seitenverhältnis Höhe zu Breite überhaupt nicht stimmt. Das heißt also, die 1,50 m können nicht von der Karosserie ausschließlich stammen, sondern die 1,50 m sind wirklich Bodenhöhe Fahrzeug. Und damit muss ich das halt wiederholen mit dem Positionieren und auch mit dem Positionieren in der Mitte. War schon ganz gut positioniert, glaube ich. So, dass hier oben so ein kleiner Gap ist, das ist letzten Endes auch dem geschuldet, dass diese Zeichnungen natürlich nicht hundertprozentig maßstabsgetreu sind. Das heißt, dieses Objekt ist die Box ist maßstabsgetreu von der Größe her, von den Extensionen her, aber die Zeichnung ist natürlich eine Skizze, die durch mehrere Iterationen gegangen ist. Also vielleicht hat der ursprüngliche Zeichner das tatsächlich maßstabsgetreu gehabt, aber die wurde gescannt, die wurde in einem JPEG umgewandelt, die wurde in einem PNG umgewandelt etc. Die hat auf jeden Fall Verluste bekommen über die verschiedenen Iterationen. So, jetzt aber, das Objekt ist, ups, positioniert von der Größe her und den lösche ich jetzt wieder, weil ich brauche diese Größe. Ich hätte jetzt die Skalierung auch übernehmen können für dieses Objekt, das spare ich mir jetzt aber mal. Was ich allerdings machen kann, ist nochmal alle wegnehmen. Alt Ctrl A drücken und Apply Rotation Scalation. Damit habe ich hier jetzt eine saubere Skalierung und das Ding dupliziere ich wieder, verschiebe es und den hier sperre ich. Das Apply Transformation ist schlicht und ergreifend einfach nur eine Ordentlichkeit. Es ist nicht wirklich nötig, aber wenn man das immer macht, dann hat man halt eine saubere Arbeitsweise. So, die schiebe ich jetzt dahinter. Eins gedrückt und das Objekt kann man sehen. Also die Box, die Zeichnung hat eine Verzerrung auf jeden Fall, die schon nicht ohne ist. Aber da müssen wir halt mit leben. Ich mache das dann meistens so, dass die Box vielleicht zu groß ist, aber ich passe die Box dann entsprechend an das Auto an. Position stimmt. Das, was ich jetzt noch entscheiden kann für diese, ist, wo möchte ich das positionieren? Also ich kann es so positionieren oder ich kann es so positionieren. Wo ist der Nullpunkt? Ist letzten Endes die Entscheidung. Und für mich ist es immer so, dass also die Mittelachse, die Z-Achse, hier der Mittelpunkt also von dem Objekt auf der A-Säule liegt. Ungefähr. Muss nicht perfekt sein. Das ist auch ein bisschen, was man gerne mag. Der Nullpunkt von dem Objekt, also dieser hier, das wäre der Nullpunkt von dem Objekt. Der ist nachher ein
Indikator dafür, wie das Objekt sich physisch verhält. Das kommt sehr viel später dann in der Game Engine. So, das Objekt ist jetzt positioniert. Wir haben die Skalierung gemacht und da wir nur zwei Ansicht, ah, ne, wir haben noch eine Draufsicht, das ist doch super, das haben wir nicht immer. Als erstes Shift D, wir duplizieren unsere Skizze wieder und das ist jetzt ein bisschen tricky. Verschieben die erst einmal und wir machen was. Y rotieren, also rotieren Y. Oh nein, X ist es. Entschuldigung. Ich muss mich gerade orientieren. Ich bin mich auch gerade verloren. Hier ist es doch X. So, genau. Okay. Und 90 Grad. Das ist nämlich die Frage, wie will ich es positionieren? Oh, also positioniere ich es da drunter und gucke von oben drauf oder umgekehrt. Ich tendiere dazu, das so zu positionieren. Man kann sehen, die hier ist auch spiegelverkehrt, aber das ist für uns irrelevant. Positionieren. Top View. Und das sieht ziemlich gut aus. Man kann sehen, dass die Länge ein bisschen daneben ist. Wrap. So. Das muss jetzt reichen. Und sperren alles. Die hier sperren und selectable weg. Selectable weg. So, jetzt sind die auch nicht mehr anwählbar. Jetzt habe ich nur noch meine Box, die anwählbar ist. Ich habe also jetzt meine Images in den Hintergrund gelegt, kann also aus jeder Perspektive auf mein Objekt drauf schauen und habe alle Objekte gesperrt, die ich nicht benötige, und habe jetzt mein Objekt hier. Und das, was ich jetzt als nächstes mache, ist, mich um eine vernünftige Namensgebung zu kümmern. 53, das ist jetzt der Name von meinem Objekt. Und hiermit ist jetzt auch Zeit, mein Objekt zu speichern. Ich speichere mein Objekt jetzt als euch 853 00. Das ist jetzt also meine Startdatei, mit der ich anfange, und wir gehen jetzt in den nächsten Schritt über, und der nächste Schritt ist jetzt einige Empfehlungen zu geben, die man bei der Modellierung beachten sollte. Beachten sollte man die Namensgebung, die habe ich jetzt schon angefangen. Mein Horch 853 00 ist mein Startpunkt und jede größere Veränderung resultiert letzten Endes in einer neuen Datei, die im Index um eine Stufe höher ist. Wenn ich dem Level Designer in einem Projekt die Möglichkeit geben möchte, mein Objekt zu benutzen, dass er das in seinen Level einbauen kann, dann speichere ich mein Objekt einmal ohne Index ab. Das heißt also, es sollte immer eine Version geben. Das ist, wie man das macht, ist letzten Endes egal, ob ich es mit Copy mache oder sonst irgendetwas. Ich kann auch Copy und Paste machen in Windows Editor. Wichtig ist, die letzte Version oder die Version, die der Artist, also ich in diesem Fall, als okay, die kannst du benutzen, definiere, die trägt genau diesen Namen, nämlich den Namen ohne Index. Es ist nicht unüblich, dass es zusätzlich noch eine andere Variante gibt. Das heißt, man hat noch einen Buchstaben, der die Variante A, B, C, D oder so enthält. Und an der Stelle hat man dann halt es mit mehreren zu tun. Muss man für jedes Projekt letzten Endes entscheiden.